Dalli, Dalli. Das gilt natürlich nicht für meinen Urlaub. Seit 16 Jahren verbringe ich meinen Sommerurlaub auf Höhe der grünen Insel vor der Westküste Schleswig-Holsteins. Und die Insel ist so klein, dass man sie bequem per Fahrrad kennenlernen kann. 37 Kilometer und schon sind sie einmal rundherum. Und was mich, als ich das erste Mal hier war, besonders fasziniert hat und was Sie wahrscheinlich auch verblüffen wird, wenn Sie die Insel einmal besuchen, hier werden drei Sprachen gesprochen. Ja, drei Sprachen. Einmal Deutsch, Hochdeutsch natürlich, und daneben noch zwei andere Sprachen. Am besten, ich führe Ihnen das auf einer kurzen Rundreise durch die Insel einmal vor. Schiri, ja, gut? War richtig, Schiri. Ja, ja, aber wie soll ich mal bei Regen her nur? Ja, der Wind kann man nicht rumlaufen, ja, ja, mit der großen Wind, da tut ja leid. Das ist natürlich Plattdeutsch. Naja, werden Sie sagen, Plattdeutsch wird in Norddeutschland öfter gesprochen. Richtig, stimmt. Aber die dritte Sprache, die ich Ihnen vorführen werde, die ist auch in Norddeutschland recht selten. Das kann man noch mal wählen worden. Wählen worden und wählen. Ja. Das kann noch raus. Guten Tag. Guten Tag, Herrn. Wo bist du gewesen? Ja, ich sage euch, ich bin am Wien und öffnen Mars. Wir haben es geschaut auf der Tschüch. Und es ist einfach Gas. Wir sind bei Jan. Oh, wir haben Gas noch. Guten Tag. Ja, guten Tag. Ja, also ich würde euch ja viel lieber in eurer Sprache in Friesisch begrüßen, aber das habe ich nie gelernt. Wie ist das eigentlich? Ist das Friesische nur noch etwas für die reifere Jugend? Nein, hier im westlichen Teil der Insel wird überwiegend vom Kleinkind bis zum Großvater Friesisch gesprochen. Ja, wieso denn überwiegend nur im westlichen Teil? Ja, vor einigen hundert Jahren sprachen noch alle Menschen auf der Insel Friesisch. Mhm. Aber nach der großen Flut 1634 zogen viele Leute von den untergegangenen Inseln und Halligen nach Föhr, hauptsächlich nach Osterland Föhr. Und diese Menschen brachten die plattdeutsche Sprache mit. Um nochmal aufs Friesische zu kommen, stimmt es denn, dass nicht nur drei Sprachen, sondern hier mehrere friesische Dialekte gesprochen werden? Ja, nehmen wir die Zahl 4 hier. Mhm. Also in Westerland-Föhring wird das die Fjauer ausgesprochen. Also wir 4 würden Fjauer sein. Fjauer, wir würden Fjauer. Und im Osten der Insel sagt man Fjauer. Mhm. Und auf Amrum sagen sie auf Friesisch Schauer. Wir sind doch nun hier im westlichen Teil der Insel. Wenn Sie nach Wieg fahren, im östlichen Teil, sprechen Sie denn dort Friesisch? Ja, also mit denen sprechen wir lieber Hochdeutsch oder Platt. Da ich hier gerade den Badekarren sehe, Wieg, der Hauptort der Insel, war immer schon etwas Besonderes. Und dieser Badekarren erinnert an die erste Zeit des Badebetriebs. Als im Juli 1819 das Seebad den Betrieb aufnahm, da sprach man in den Dörfern ringsherum nur kopfschüttelnd von dem neumodischen Kram der Wieger. Interessant, wie solche Bäder eigentlich entstanden. Im 18. Jahrhundert schossen in England, später auch bei uns, ganze Industrien aus dem Boden. Und es waren zunächst die reichen Fabrikbesitzer, die sich einen solchen Urlaub an der See leisten wollten und konnten.
So wurde in Deutschland, in Doberan an der Ostsee, das erste Seebad gegründet. Und Wiek kam dann, wie gesagt, 1819 dazu. Wiek hatte zunächst nur drei solcher Badekammern, von denen man in der See baden konnte. Ein Strandleben entwickelte sich da natürlich nur spärlich. Und Männlein und Weiblein badeten selbstverständlich ganz getrennt. Deshalb gab es ein Damenbad und ein Herrenbad und dazwischen lag eine neutrale Zone, um sie vor den lüsternen Blicken zu schützen. Ebbe. Das Wichtigste an der Inneneinrichtung eines solchen Badekarrens war diese kleine rote Flagge. Die zog man draußen am Wagen auf und signalisierte so dem Badewärter, dass man mit dem Baden fertig war. Der kam dann mit seinem Pferd, ich will Ihnen das mal zeigen, und zog den frierenden Badegast samt Karren wieder aufs Trockene. Es gab aber auch kritische Stimmen. In einem Bericht heißt es, hoffentlich wird durch die Badeanstalt keine Modesucht nach unserem einfachen Insellande verpflanzt werden. Wahrlich, die fürchten wir mehr als eine Sturmflut. Von etwa 1900 an durften dann, oh welch kühner Entschluss, Familien gemeinsam baden. Der wirklich nicht zu glaubende sittliche Verfall am Strand, über den die alten Wieger nur noch den Kopf schüttelten, war nicht mehr aufzuhalten. Das sind die Alpen von Föhr. Mit fast 9 Metern ist das Göttingen-Kliff die höchste Erhebung der Insel. Da muss ich als Föhringer protestieren. Ja? Die höchste Erhebung, unsere Zugspitze, ist 13 Meter und 20 Zentimeter hoch. Wo ist denn das? Das ist südlich von Övenum. Aha. Sie können hier also nicht nur baden, sondern auch Höhenluft genießen. Naja, auf diese Höhenluft kann ich gern verzichten, aber nicht auf den schönen Sandstrand. Ärgerlich sind ja nur die Steine und Findlinge, die hier herumliegen. Ja, das ärgert uns auch. Aber an dieser Stelle hier ist eben das eine ohne das andere nicht zu haben. Was Sie mir erst beweisen müssen. Was ich Ihnen gerne beweisen will, wenn Sie bereit sind, mit mir so circa 500.000 Jahre in der Zeitrechnung zurückzugehen. Ein paar Jahre weniger machen es nicht. Tut mir leid, wir müssen in die Eiszeit. Kandidaten haben Platz genommen. Das Ganze dient dazu, ihnen eine ungefähre Vorstellung davon zu geben, wie es damals aussah. Denn die Jungen und Mädchen auf dem Brett stellen Gletscher dar, die aus dem Norden Europas, aus Skandinavien, nach Süden vordringen und später ganz Dänemark und Norddeutschland bedecken. Dann kann das Spiel ja beginnen. Dalli, Dalli. Halt, halt. Hier geht es nicht um Schnelligkeit. Achten Sie doch mal auf das Brett. Ja, das bewegt sich ja nur im Schneckentempo vorwärts. Ist ja auch kein Wunder, denn es dauerte tausende von Jahren, bis die Eismassen unser Gebiet erreichten. Alle Steine, die im Gebirge auf die fließenden Eismassen niederstürzten oder aus dem Boden gerissen wurden, wanderten mit nach Süden. Achten Sie doch noch mal auf unseren Gletscher. Viele Steine gerieten während der Reise unter die mehrere hundert Meter dicken Eisschichten und wurden dabei zerkleinert. Ja, sogar zu Sand oder Ton zerrieben. Ja, das ist so interessant. Man denkt daran gar nicht, wenn man einfach im Sand liegt. Aber da kommt schon der Junge mit dem Fahrrad. Das ging ja schnell. Ja, ja, schneller als Eddie Merckx. Moment. Ja, so ist gut. Das ist Eis. Oh, was guck mal. Oh, ist das der neueste Hit von Föhr? Steine im Eis? Naja, eher nachgemacht. Den echten gab es nur in der Eiszeit. Sehen Sie sich mal die Steine an, die vom Eis eingeschlossen sind. Genauso wie diese Steine im Eis liegen,
Genauso waren die Findlinge in die wandernden Gletscher eingeschlossen. Auf Föhr endete für diese Steine die Reise, als die Nacheiszeit eintraf und die Gletschermassen über die Jahrhunderte hinweg langsam abtauten. Übrig geblieben sind dieser feine Sand, Steine und das Goding Cliff da drüben. Das gesamte Gebiet, das wir Geest nennen, und das knapp die Hälfte der Insel ausmacht. Man merkt, dass sie uns öfter besuchen. Dann sind Ihnen am Goding Cliff sicher im Laufe der Zeit auch Veränderungen aufgefallen. Ja, von der Kante ist immer mehr abgebrochen. Ja, allein im letzten Jahr sind bei der großen Sturmflut stellenweise 10 Meter verloren gegangen. Jede neue Sturmflut setzt das Zerstörungswerk fort. Mit anderen Worten, in der Natur ist nichts beständig. Warum sollte es auch? Etwa nur deshalb, weil wir einen schönen Badestrand haben wollen? Wenn Sie, liebe Zuschauer, irgendwo im Binnenland oder im Mittelgebirge wohnen, dann werden Ihnen die Höhen von Föhr, na, wie soll ich sagen, wie gehobene Maulwurfshügel vorkommen. Aber für die Menschen hier waren sie von ungeheurer Wichtigkeit, denn sie boten ihnen Schutz vor Sturmfluten. Und deshalb wurden die Dörfer alle am Rande der Hügel aus der Eiszeit gebaut. Die flache Marsch hier wurde trotz der Deiche immer wieder überschwemmt. Und erst in neuerer Zeit wurden die Deiche so erhöht, dass die Bauern es wagen können, mitten in der Marsch hier zu siedeln. Mitten in einem Gebiet, das ganz aus Meeresablagerungen besteht. Das Vorland vor dem Deich ist ein idealer Nistplatz für viele Seevögel. Machen Sie es doch einfach mal so, legen Sie sich ins Gras und beobachten Sie, was um Sie herum alles so passiert. Sollte die Sonne einmal nicht zum Baden oder zum Braunwerden einladen, dann habe ich einen Vorschlag für Sie. Besuchen Sie die drei Kirchen, vor allem die drei Kirchhöfe. Die sind nun wirklich etwas Besonderes. Da können Sie mehr über die Föhringer und wie sie früher lebten erfahren, als in den meisten Reiseführern steht. Ich kann Ihnen natürlich nur Vorschläge machen, aber bei Ihrem Besuch werden Sie mehr Interessantes entdecken.
Manche dieser Sandsteinplatten sind mehr als 200 Jahre alt. Sie zeugen nicht nur von dem Kunstsinn der Auftraggeber, sondern auch von ihrem Reichtum. Arme Leute, und davon gab es sehr viele auf Föhr, mussten sich mit einem einfachen Findling begnügen. Aber auch Familiennachrichten werden auf den Grabsteinen erzählt und dargestellt. So erfahren wir durch den Blumenstrauß, den der Verstorbene in der Hand hält, wie viele weibliche und männliche Mitglieder die trauernde Familie gezählt hat. Die Mannslüd wurden nämlich in Form von Glockenblumen oder Tulpen dargestellt. Die Frauenslüd als Sternblüten oder Narzissen. Die Größe der Blüten symbolisierte das Alter der einzelnen Familienmitglieder. War eine Blüte geknickt, so war ein weiteres Mitglied der Familie bereits gestorben, bevor der Stein errichtet worden war. Jahrhundertelang haben die Föhringer von der Seefahrt gelebt. Auf den Grabsteinen erinnern die Darstellungen aufgetakelter Segelschiffe an diese Zeit. Ein besonderes Kapitel der Seefahrt war der Walfang bei Grönland. Etwa 200 Jahre lang sind viele Föhringer als Matrosen, Harpunierer, Steuerleute und Kommandeure auf Walfang nach Grönland gefahren. Und sie sollten sich auf jeden Fall die Mühe machen, solche Grabinschriften einmal zu lesen. Zum Beispiel diesen Stein hier. Hier steht, hieneben liegen die Gebeine des Commanders Tücke Olufs aus Vrixum. Dann kommt geboren und dann steht hier, er hat 7 Söhne und 2 Töchter gezeuget und nachdem er 50 Jahre zur See gefahren und darin 33 Mal als Commander nach Grönland gewesen war, hat er 26. August 1757 in Amsterdam diese Welt verlassen. Die Einnahmen aus den Grönlandfahrten brachten viel Geld nach Föhr. Manches Friesenhaus, damals gebaut, können wir heute noch bewundern. Niblum soll nach den Werbeprospekten das schönste Dorf auf der Insel sein. Allerdings sind solche Superlative nicht jedermanns Sache. Andere finden zum Beispiel Olzum und Övenum reizvoller, weil die Orte noch ursprünglicher sind.
Liebe Konfirmanden, vor Jahren haben euch eure Eltern zur Taufe gebracht. Sie haben euch dem Herrn Jesus Christus anvertraut, so wie er euch euren Eltern anvertraute. Und er hat ihnen zugesagt, bei euch zu bleiben, alle Tage bis an der Weltende. Herr Pastor Völker, einen Augenblick bitte. Warum tragen die jungen Mädchen in der heutigen Zeit zur Konfirmation die alte Tracht? Weil das in unserer Gemeinde von alters her die Festtracht der Gemeinde ist. Auch die Erwachsenen tragen solche Tracht gerne zu ihren Feiern und Festen. Wir im westlichen Teil unserer Insel pflegen noch eine lebendige Tradition und benutzen das nicht nur als Schaugeschäft für Touristen. Im Ostteil der Insel verhält es sich etwas anders damit. Dankeschön. Und für alle die Knopf frei sein. Siehst du die Tracht gern an? Ja, möchte ich gern anhaben. Das ist mal was anderes als immer Jeans. Wann wirst du denn diese Tracht das nächste Mal tragen? Tja, wenn dann eine große Festlichkeit ist. Dann wird sie immer getragen? Ja. Wie lange braucht man zum Anziehen dieser Tracht? Eine halbe Stunde bis eine Stunde. Ja, manchmal muss man dieses Tuch, dieses Halstuch ja noch auf ein Tuch stecken mit so 100 Nadeln oder 80 Nadeln und das dauert auch seine Zeit. Und das Kopftuch hier, das muss auch noch gebunden werden und die Haare gesteckt. Und dann auch der Silberschmuck hier vorne. Und wenn nun, sagen wir mal, das Anziehen schneller ginge, so wie bei Jeans, würdet ihr dann die Tracht öfter anlegen? Ja, dann würde ich sie öfters tragen, weil ich gern die Tracht trage, weil ich sie gern anhabe. Ich finde, das sieht gut aus. Kleiner See, mit dem es eine besondere Bewandtnis hat. Dieser See ist eine regelrechte Falle. Eine Falle für Wildenten, die im Herbst nach Süden ziehen. Durch gezähmte Wildenten angelockt, unterbrechen die Zugvögel hier ihre Reise, um eine Rast einzulegen. Wie viele Enten kommen denn so auf die Koje rauf mal? Sind das 500? Ja, 1000? 500, also ich sage immer so ungefähr. Solange ich die Enten noch zählen kann, ja, auf dem Teich, dann sind das so ungefähr bis zu 300, 400 kann ich zählen. Dann lohnt sich der Fang nicht. Ach, da sind noch mehr auf dem Teich? Ja, es müssen viel mehr. Viel mehr sind also da. Sagen wir mal, es sind schon mal 5000 da gewesen oder mehr? Ja. Und noch mehr. 10.000 auch schon? Ja, hier auf diesem Teich? Ja, ja. Ui. Das sind sie, nicht? Zu den Fütterungszeiten schwimmen die zahmen Artgenossen in die sich verengenden Ecken des Sees. Die Wildenten folgen ihnen arglos. Ja, und wenn sie merken, dass sie von einem wegschwimmen, dann bewegen sie sich. Und dann fliegen die Wilden natürlich hoch, können oben nicht weg, weil der Draht drüber gespannt ist. Richtig, ja. Und dann müssen sie schnell hinterher. Die Pfeife, die endet dann in einem Fangkasten. Und da müssen Sie sie dann hineintragen. Und das müssen Sie natürlich ein bisschen geschickt anstellen, sonst geht das nicht. Und da greifen Sie einmal zu und dann haben Sie sie fest? Dann habe ich sie in der Hand. Vogelkojen nennt man diese Fangplätze. Auf Föhr gibt es 6 davon. Früher wurden in allen zusammen jedes Jahr 30.000 bis 40.000 Enten gefangen. Das war damals eine wichtige Bereicherung des Speisezettels, der sonst fast nur aus Fisch bestand. Herr Riewertz, wie viele Enten können Sie pro Jahr fangen? Gibt es da Beschränkungen? Nein, wir können so viele fangen, wie wir wollen. Es gibt wohl Beschränkungen. Die sind mit der Fanggenehmigung erteilt worden, diese Beschränkung. Aber die Zahl ist so hoch gesetzt, also 3.000 für unsere 6 Kojen.
Und die erreichen wir nie. Wenn Sie sich Ihre eigene Meinung bilden wollen, dann habe ich einen guten Tipp. Lassen Sie sich von den Kurverwaltungen sagen, welche Vogelkoje Sie besichtigen können. Allerdings nicht zur Fangsaison im Herbst. Und wenn Sie über Nutzen und Schaden von Vogelkojen mit Fachleuten diskutieren wollen, dann sprechen Sie mit den Mitarbeitern des Naturkundlichen Informationszentrums in Wiek neben dem Kurhaus. Ja, es gibt vieles auf der Insel zu entdecken. Zum Beispiel auch, dass die Föhringer ihr Geld zu schätzen wissen. Das erlebt man schon auf einer Überfahrt, die für einen PKW nicht gerade billig ist. Besonders bei kurzen Aufenthalten auf der Insel lohnt es sich, den Wagen auf dem Festland zu lassen und sich hier auf der Insel ein Fahrrad zu mieten. Denn nicht nur Friesen können rechnen. Im sogenannten Helgoland-Sansibar-Vertrag von 1890 zwischen dem Deutschen Kaiserreich und Großbritannien wurde festgelegt, dass Helgoland von nun an zum Deutschen Reich gehört. Damit endete nach 90 Jahren die britische Herrschaft über diese Insel, die davor jahrhundertelang zu Dänemark gehört hatte. 1965 feierte man daher auf Helgoland den 75. Jahrestag dieses Vertrags mit der britischen Krone. Dass auf Helgoland überhaupt wieder Menschen leben können, war nach den Bombardierungen und der kompletten Zerstörung Helgolands im Zweiten Weltkrieg nicht absehbar gewesen. Der folgende Film aus dem Jahr 1965 erzählt die Geschichte Helgolands.